Oh! 6 Minuten gespielt und fast macht Guirassy schon wieder sein nächstes Tor. Flanke führig, Guirassy mit dem Hinterkopf vor Schwäbe auf die Latte. Boah. Die erste richtig gute Chance für uns. Die erste richtig gute. Ja, Guirassy abgelegt. Ito! Oh! Ich hab die Torfaust schon geballt. Das sah so gut aus. Aber Schwäbe hat ihn. Also wir sind schon besser in der zweiten Halbzeit, ohne jetzt irgendwie dicke Chancen zu haben. Schöner Einwurf, cleverer Einwurf. Mio. Ganz weite Bogenlampe das Ding. Abgelegt. Ito. Oh, Guirassy macht ihn irgendwie fest. Mio. Oh, und dann so ein zaghafter Abschluss, Mann. Dann so ein zaghafter Abschluss. Kloppt doch richtig drauf. Meiner. Uff. Alidu-Abschluss, aber zum Glück viel zu zentral. Aber wie gesagt, Köln kommt jetzt. Köln will jetzt. Natürlich ein Sieg auch hier heute noch mehr nötig als wir. Jetzt auch das Publikum richtig da bei Köln. Das wäre jetzt eine schwierigere Phase. Das könnte jetzt eine schwierigere Phase werden. Umso geiler wäre jetzt so ein schöner, eiskalter Treffer in diese Kölner Phase rein. Ja, Hammer. Schön gearbeitet. Runter auf Führig. Der kriegt ihn durch. Jetzt eine gute Ablage. Undorf! Undorf! Komm mal, Junge! Erster Saisontreffer für Dennis Undorf. Weil es auch geil rausgespielt war. Da gehen 50% auf Führig bei der Hütte. Geil, Mann! Dennis Undorf. Freut mich für den, ey. Freut mich für den. 6-7 Minuten auf dem Platz, der Kollege. Und wie ich es gerade gesagt habe, Köln kommt gerade viel mehr rein. Köln will gerade mehr, muss auch mehr. Die haben den Sieg, wie gesagt, nötiger als wir. Rein tabellarisch und saisonstartmäßig. Und mitten in eine Situation rein, in einen Ablauf rein, wo die Köln-Fans auch kommen, treffen wir. Das ist krass. Führe ich geil vorbei links. Undorf hat extrem viel Platz. Haut in die kurze Ecke. Keeper denkt die lange. Geil. Geil, geil, geil. Mitten in so eine Phase rein. Genau so muss das sein. Genau so muss das sein. Und jetzt hörst du die VfB-Fans mal richtig raus. Jetzt ist hier gerade kurz Stuttgart in Köln. Jetzt ist hier kurz Stille von Köln. Boah, Junge, geil. Wie laut man hier die Fans gerade hört. Leck mich fett, ist das geil. Ich meine, man kennt es ja. Wer jetzt öfter im Stadion ist, Heimspiel ist, der weiß ja ganz genau, wie es hier vor allem nach Jubeln abgeht. In Mainz genau das Gleiche. Was für eine Wucht da gerade nach Torjubeln kommt. Ist unglaublich gerade aktuell. Und für Undorf freut es mich so dermaßen. Es freut mich so dermaßen für Undorf. Weil der jetzt hier auch sicher keine einfache Situation hat, ne? Hat Jong vor sich, klar, gerade bei Asia spielen. Hat Mio vor sich auf Position. Wenn man eins nach vorne geht, hat er Guirassy vor sich. Deswegen freut es mich umso mehr, dass jetzt Undorf getroffen hat. Boah, weit auf Silas. Jetzt ist Silas oben nach Undorf. Pfosten. Und dann macht ihn halt Undorf. Dann macht ihn halt Dennis Undorf. Doppelpack Dennis Undorf. Ganz großes Glück für Silas, weil der klappt ihn zuerst volle Kanne mit voller Gewalt an Pfosten. Und der springt dann perfekt nach rechts, wo Undorf steht, auch nicht im Abseits steht. 2-0. Spiel aller Voraussicht nach vorbei. Wahnsinn. Das, wie gesagt, wir müssen verteidigen und kontern. Dass der Konter kommt, ist auch für die Kölner nicht überraschend. Silas, ja, gut, ich würde Silas da auch gar nicht ankacken jetzt eigentlich. Sollte nicht zu negativ wirken. Geht da schön vorbei, sieht schon, dass der Keeper in die andere Ecke guckt. Trifft halt im Pfosten. Und dann springt der Ball genau perfekt vom Winkel her nach rechts zu Undorf. Und der darf ins leere Tor einschieben. VfB-Fans geben logischerweise absolut Vollgas. Ich hock hier ohne, ich sag mal, Jubel-Ekstase. Ich springe gerade nicht rum. Ich freue mich gerade so in mich rein einfach nur. Ich sitze hier wieder da und denke mir, was passiert gerade mit meinem Fußballverein. Im positivsten Sinne. Und dann würden wir gerade bei 15 Punkten stehen aus 6 Spielen. Das ist komplett absurd. Und wie auch schon beim ersten Tor. Da kannst du jetzt entweder sagen, ja, wir haben die Coolness gerade und wir erspielen uns das. Oder du sagst halt, wir haben auch gerade ein bisschen... Das Spielglück, Fußball,
Gott, Glück, wie auch immer auf unserer Seite. Beim ersten war es mitten in eine kleinere Drangphase von Köln rein. Also von uns aus perfekter Zeitpunkt, schön rausgespielt, aber irgendwo auch Spielglück, Spielverlaufglück. Oder passend eben im Spielverlauf. Und das zweite jetzt ja auch, Köln macht Druck, ohne jetzt zu krassen Torchancen zu kommen. Also ich fand es 0-1 war als die groß in Gefahr. Aber eben auch in der Situation das Tor gemacht, plus eben die Situation selber, Pfostenschuss, der kann auch sonst wo hingehen, der kann ins Ausspringen, der kann zum Kölner springen, nee, er springt perfekt zu Undav, ne, wenn du verstehst, was ich meine. Es läuft einfach bei uns. Und das zeigt dieses Spiel auch wieder, das zeigen die beiden Tore wieder, die Entstehung von den Toren wieder, aber auch gleichermaßen verdient. Es ist verdient. Wenn hier eine Mannschaft führen darf, das Spiel gewinnen darf, dann sind's wir. Köln ist auch dabei, Köln auch ein gutes Spiel gemacht, finde ich, auch Chancen gehabt, aber wir hatten das leichte Plus schon auf unserer Seite, deswegen ist es, wenn jemand hier gewinnt, sind das schon eher wir oder haben wir es schon eher verdient, deswegen ist es auch in Ordnung, dann halt, ne, das eine Kontertor von mir aus 1 zu hoch dann, das kann auch 0-1 ausgehen am Ende des Tages, aber alles in allem kann man echt zusammenfassen mit, es läuft einfach und es läuft weiter, plus eben natürlich auch gegen eine Mannschaft, bei der es halt gerade auch nicht wirklich läuft, ne. So eine Scheiße wie das Tor jetzt zum Beispiel, also vom Pfostenabpraller her, passiert dir halt auch nur, wenn du gerade so Probleme hast. Wenn du jetzt mit einem Punkt aus 6 Spielen reingestartet bist, ne? Da kommt halt wieder, ne, alles zusammen, was so ein bisschen auch die Ausgangslage war, ne? Aktuell formstarkes Team, Top-Saisonstart gegen 1 ist gerade eben, zumindest mal punkteausbeutemäßig formschwächer ist, schlechten Saisonstart hatte. Und man kann das viele Gelabere von mir gerade auch wieder echt zusammenfassen. Und wahrscheinlich euch eigentlich gerade schon mal vorweggenommen als Spielfazit, was ich gerade sage. Es ist halt wirklich einfach der Fakt. Und es bleibt dabei gerade. Es läuft einfach beim VfB aktuell. Es läuft einfach. Das genießen wir. Das ist wunderschön. 6 Minuten gibt es oben drauf. 1,5 davon schon gespielt. Es ist alles einfach nur schön. Jetzt wird es auch hier in Köln natürlich vor allem die VfB-Fans zu hören sein. Es ist wunderschön, was hier gerade passiert. Alle bitte genießen, alle bitte mitnehmen, in vollen Zügen genießen. Wahnsinn, 15 Punkte nach 6 Spielen. Es ist komplett absurd. Boah, ist schön. Boah, Junge, ich kriege hier gerade Gänsehaut am TV oder am Bildschirm, wie auch immer. Es ist so wunderschön. Und ich habe jetzt schon, ich kriege jetzt schon Vorfreude. Gänsehaut für nächste Woche zu Hause gegen Wolfsburg. Jetzt schon. Es ist zu krass geil, was hier gerade passiert alles. Und, ne, ich habe es auch gegen Darmstadt schon gedacht, aber wir denken oder ich hoffe es einfach beim nächsten Spiel, vielleicht ja sogar noch eine fette Choreo nächste Woche gegen Wolfsburg. Es ist unglaublich. Du schreibst es, ich habe es auch schon oft so gesagt hier, oder er schreibt es hier im Chat, ich habe auch schon oft so gesagt, Paralleluniversum. Paralleluniversum. Sehr, sehr gerne kostenloses Abo da lassen. Like, dies, das, ganzen Geschichten. 1,38x Goals zu 2,61x Goals. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, deswegen kann ich mich hier kurz fassen. Verdienter Sieg in Köln. Aber, ne, ein Tor zu viel. War enger. Köln war echt gut dabei. Wir haben zu richtigen Zeitpunkten getroffen. Krass, wie jetzt auch einfach dann halt Undav zweimal trifft, statt ein Gerassi, der aktuell im Schnitt pro Spiel zweimal trifft. Wie gesagt, vorhin schon viel gesagt. Absolut überragend, was hier abgeht. Es läuft, es läuft, es läuft. Wie gesagt, vielleicht ein Tor zu viel, aber sowas passiert halt beim Konter. Deswegen das zweite kann sich auch der Köln-Fan, glaube ich, oder kann sich jeder Köln-Fan, glaube ich, auch quasi mental rausstreichen, das zweite, weil passiert halt so. Und das ist unglaublich. Wir genießen es mit, weiter in vollen Zügen genießen. Nächste Woche Wolfsburg, danach Länderspielpause. Morgen Pokal-Auslosungsstream, auch gerne da dabei sein. Mal gucken, wie wir in der zweiten Runde bekommen. Ich laufe mich immer noch im Kopf und Kragen. Schon genug Fazit gemacht eigentlich vorhin, aber das kommt eben gerade auch. Die Emotionen kochen über, Euphorie in mir drin kocht über. Deswegen so viel Laber und so viel Mitteilungsdrang von mir. Auch wenn es so eine simple ist, 15 Mal zu wiederholen, wie geil das gerade alles ist, was hier passiert. Wie krass das ist. Aber wie gesagt, ich mach's kurz. Es läuft, es läuft, es läuft. Und es soll so lange weiterlaufen, wie es nur geht. Wir bleiben trotzdem am Boden. Trotzdem Bodenhaftung. Das ist auch nochmal ganz wichtig, das noch hinzuzufügen. Euphorie pur. Genießt alles. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.